So, da wollen wir mal anfangen ein bisschen mit dem Zuschneiden. Wir nehmen uns mal die Unterschale und schneiden die zu. Ich schneide jetzt einfach mal das Fleisch ein bisschen ab, nicht, dass ihr euch wundert, oh ja, und jetzt kommt alles in die Wurst. Nein, das wird natürlich alles noch fein sortiert, sodass wir auch noch das grobe Fleisch, das wir so rauskriegen, dieses Zweiermaterial, was frei ist von Knorpel, von Sehnen und von irgendwelchen Knochen. Und das werden wir dann benutzen, um Wagyu Burger zu machen. Ja? Aber es würde natürlich auch so ein bisschen den Zeitrahmen sprengen, wenn wir jetzt sagen, ich sortiere euch auch noch das Fleisch. Das können wir ja nachher dann irgendwie im Anschluss dann nochmal zeigen. Und wir machen dann einfach einen Cut. So, hier schneide ich dann das dementsprechend. Guckt euch das mal an. Ja, ich will ja nichts sagen, aber wenn ihr das seht, wenn ihr diese Marmorierung hier schon seht in der Unterschale, das ist, ich würde sagen, das ist einfach Bundesliga, ja. Und jetzt schneiden wir das halt nochmal dementsprechend zu. Und haben hier dann schon mal die Unterschale fertig. Soweit. Ich würde auch sagen, wir schneiden da gar nicht so viel runter, ein bisschen, ja, lassen aber noch ein bisschen was stehen. Das wäre jetzt zum Beispiel schon mal eine wunderschöne Unterschale von unserem Wagyu. Dann haben wir die Beinscheibe, die wir natürlich auch zuschneiden. Wir können die Beinscheibe zum Beispiel ausbeinen, aber ich würde sagen, die Beinscheibe, die sägen wir tatsächlich. Das heißt, wir werden hier absägen, wir werden hier absägen und werden dann Scheiben schneiden mit der Säge, um dann schöne Beinscheiben zu machen. Die kann man auch im Smoker machen, also die kann man auch schön angrillen und dann lässt man sie schön ruhen. Ich sag mal so 4-5 Stunden im Smoker eine Beinscheibe, das ist Elobodalo, die Beinscheibe. Das haben wir ja hier, das Deckelchen, das ist dieses Deckelchen, was auf dem Hüftknochen war. Man nennt es auch das Spider Steak. Das schneiden wir jetzt gerade noch ein bisschen zu. So sieht es aus. Und hier noch ein bisschen das Fette weg. Ich muss euch sagen, wisst ihr das, das ist jetzt das Spider Steak. Und ihr kennt ja beim Schwein, dass wir das Kachelfleisch haben. Ja? Und das Kachelfleisch ist quasi das, was beim Rind das Spider Steak ist. Das heißt, es hat auch so eine schöne Marmorierung und es hat einen richtig leckeren Geschmack. Also ich will euch einfach nur zeigen, es muss nicht immer nur Rinderfilet sein. Es können Sachen sein, die wirklich mal fernab von dem Rinderfilet sind. Weil das Rinderfilet ist eine Geschichte, das liegt einfach nur im Körper drin und macht eigentlich gar nicht so viel Geschichte. Ja? Sondern es gibt ganz andere Teilstücke. Das Spider Steak. Jetzt haben wir hier das Tafelspitz. Tafelspitz mit Frankfurter Grüßsoße, kennt der Alger. Aber ja, ich meine, man müsse das nicht unbedingt übertreiben. Wir haben ja hier ein Picanha. Ja, und so heißt das in Fachjargon von den neuen Cuts. Auch das kann man herrlich auf dem Grill machen. Und ich schneide es jetzt gerade mal zu, um auch da euch zu zeigen, was das so auf sich hat. Wenn ihr das jetzt seht, ja, was dieses Teil hier drin schon eine Marmorierung hat, ja, da muss ich euch sagen, also da muss ich jetzt nicht eine Suppe davon kochen, ja, da gehöre ich nämlich erschlagen, ja. Insofern schneide ich es einfach hier so ein bisschen zu. Wohlgesagt, Fett kann man immer auf dem Teller auch abschneiden, ja. Also Fett ist ein Geschmacksträger, das ist ganz wichtig, ja. Aber, wie gesagt, ohne Fett ist es halt nichts. Das intermuskuläre Fett, das haben wir hier oben drauf. Das ist das intermuskuläre Fett. Und dann haben wir das intramuskuläre Fett. Das ist hier innen drin. Das sieht man ja. Ja. So haben wir auch hier ein bisschen, wo wir noch abschneiden, dass es nicht ganz so übertrieben ist.
gesagt, hier machen wir einen wunderschönen, schönes Bratenfett draus, was wir auslassen. Und schon haben wir hier unser Tafelspitz. Schneiden wir das noch ab. Das gefällt mir nicht. So. Und hier haben wir unser Tafelspitz. Des Weiteren haben wir hier die Hesse. Man spreche auch vom Mäuschen. Das ist eigentlich eine Geschichte, da macht man schöne Gulasch davon. Ja? Also wenn du das nämlich zuschneidest, machst dann schöne Würfel. Also da hast du ein Gulasch, das ist ein Traum. Ja? So, auch das starke Bindegewebe, was nicht so schön ist, das schneiden wir halt ab. Ja? Und dann sieht man hier schon, dass wir hier ein wunderbares Beinfleisch haben, wo wir einen wunderbaren Gulasch davon schneiden können. Man sagt auch bei uns in Hesse, hey, gib mir doch mal Pfund Skifleisch. Gell? Also insofern, oder Wadenfleisch. Dann haben wir hier die Hüfte. Bei der Hüfte ist es auch so, dass die Hüfte einen Hüftdeckel hat. Den schneiden wir jetzt gerade mal weg. Das heißt, hier einfach mal den Hüftdeckel weggeschnitten. So. Den Hüftdeckel nehme ich dann komplett für die Wagyu Burger. Schneide mir die Hüfte hier gerade so ein bisschen zu. Schneide mir dann auch wieder das intermuskuläre Fett, das außenliegende Fett ab. Ihr seht auch, dieses Fett ist richtig weich, das ist richtig buttrig, ja. Also das ist eine Geschichte, wo ich einfach sage, das ist der Wahnsinn. Und wenn ihr seht, was da an dieser Hüfte jetzt langsam für eine Maserung rauskommt, schaut euch mal diese Maserung hier an. Schaut euch das mal an. Ja? Also der eine steht auf blonde Frau, der eine auf brünette, der eine auf schwarze. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, momentan stehe ich auf Wagyu. Ja? Insofern tauen wir uns dann einfach mal hier. Das ist doch hier der absolute Burner. So. So. Habt ihr sonst noch Fragen? Also für meinen Begriff würde ich jetzt sagen, ist das meine Hüfte, die richtig gut ist. Bis gleich.